Oh, hallo und herzlich willkommen. Heute mal wieder zu einem Infovideo bzw. Real Talk, was mich eben gerade beschäftigt. Und zwar hat Flying Uwe heute ein Video hochgeladen, von dem ich ein sehr großer Fan bin, auch schon sehr viele Jahre Fan von ihm bin. Und das beschäftigt mich gerade dann doch relativ und würde gern euch davor warnen bzw. informieren oder eben auch meine Erfahrungen mitteilen mit so Geschichten. Und zwar geht es in dem Video kurz gesagt darum, dass er ihm wird unterstellt, im kürzesten Sinne, er soll Schleichwerbung machen, also Werbung, wofür er Geld bekommt, die aber nicht dementsprechend gekennzeichnet hat. Und zwar handelt es sich hauptsächlich um seine eigenen Marken, hier eben zum Beispiel sein Boots oder seine Supplemente oder andere Produkte eben. Er hat ja auch genauso im Hintergrund Nintendo-Schild und Red Bull stehen und was weiß ich was, können wir ihm im Prinzip alles vorwerfen. Und ja, alles ein bisschen dünn. Ihm wird im höchsten Fall 500.000 Euro Strafe angedroht. Für was, wo jetzt noch gar nicht wirklich sicher ist. Das heißt, Infos genau, speziell will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Guckt euch das Video an. Da wird alles genau erklärt, wie der Stand der Dinge ist. Und ja, ich habe ihm schon in den Kommentaren geschrieben. Also ich persönlich würde mir erstmal einen Anwalt nehmen, um da wirklich alles richtig zu machen. Ich bin auch persönlich kein Anwalt, deswegen kann ich jetzt hier keine klugen Ratschläge geben bezüglich wie man mit irgendwas umgeht. Ich habe selber schon einige Erfahrungen gemacht mit anderen Fällen, aber eben auch ähnlichen Fällen. Und ja, immer vorsichtig, weil wenn man da kommt man schnell in hohe Geldstrafen rein. Aber in vielen Fällen, wie ich auch eben denke, bei ihm jetzt der Fall ist, wird erstmal mit extrem viel Geld gedroht. Das heißt in dem Fall eben maximal bis zu 500.000 Euro Strafe. Da denkt man erstmal, scheiße, man kriegt dann einen Brief. War hier 500.000 Euro Strafe, was mache ich jetzt? Kann ich mich gleich aufknüpfen oder wie sieht's aus? Und im Endeffekt ist meistens gar nicht wirklich viel erstens Handfestes oder auch wirklich rechtens Sachen dabei. Aber diesbezüglich rate ich euch wirklich, hört nicht unbedingt auf jeden, der im Internet irgendeinen Scheiß sagt oder euch zu irgendwas rät oder sagt, oh, dann müsst ihr gar nichts machen oder was weiß ich. Zieht einen Anwalt dazu, der kostet kurz auch mal ein bisschen Geld, aber kann euch im schlimmsten Fall viel Ärger, vor allem viel Ärger und auch viel Geld sparen und auch natürlich Zeit. Und beschwätzt es, in meisten Fällen kann man erstmal ein Beratungsgespräch machen, wie es da überhaupt aussieht, was handfest ist, was passieren kann. Und das kann was kosten, kann aber auch umsonst sein. Und ja, rate ich jedem, der mit irgendwas in der Art zu tun hat. Ich kann euch mal ein paar Beispiele geben. Ich hatte auch früher mal einen Webshop, wo ich amerikanische Artikel importiert habe und verkauft habe und habe dann eine Abmahnung bekommen, weil in mein Impressum was nicht gepasst hat. Da muss man so krass aufpassen, dass alles genau passt. Und da hat eben eine winzige Kleinigkeit nicht gepasst. Und dann bekommt man direkt eine Rechnung von 2.500, eine Abmahnung. Der hat quasi diesen Firmen, die suchen einen Fehler in den AGBs, sei es sonst wo oder eben auch zum Beispiel so Sachen, wie jetzt Flying Uwe passiert sind und kriegen dann Geld dafür im Endeffekt, ganz grob gesagt. Oder anderes Beispiel, eine eigene Marke, Klamotten, Energy Drinks, auf einmal schreibt eine Firma aus Österreich, ja, das Logo sieht unserem ähnlich, das ist abgekupfert, bitte nehmt eure Marke vom Markt und Energy Drink alles aus dem Markt, ist konkurrenzfähig, einfach die Marke ist von denen abgekupfert und geklaut, hat er uns unterstellt, also ein Markenstreit quasi. Streitwert war 60.000 Euro. Da schluckt man natürlich erstmal, denkt sich so, scheiße, was mache ich jetzt? Dann geht man zum Anwalt, der sagt einem, okay, ein Markenrechtsstreit, also eben wenn es um Logos oder irgendwas dergleichen geht, ist alles relativ dünn. Das heißt, 50-50, mal blöd gesagt. Es kann so und so ausgehen. Markenrechtsstreit hat ja so immer so ein paar Referenzfälle oder kann sagen, okay, so hat er seine Erfahrung gemacht und er hat uns wirklich davon abgeraten, da in den Streit reinzugehen. Weil man weiß nicht, wie es ausgeht. Das Logo sah nicht ähnlich aus, aber das ist natürlich alles Auslegungssache. Da muss nachher irgendein Hintergrundmuster ähnlich sein. Und es reicht dann schon, dass der anderen Firma recht gibt. Und dann, ja, viel Spaß mit Anwaltskosten. Und ja, haben aber auch erstmal natürlich hier einen direkt großen Streit in den Raum gesetzt, dass man erstmal geflasht ist. 60.000, bam. Und es war, ich meine, es war ein Energy Drink, der hat in Deutschland nicht mal seine Dosen verkauft. Aber in seinen Augen vielleicht Konkurrenz und sagt, okay, bam, die hauen wir jetzt weg. Kleine, frische Firma, die sind direkt beeindruckt, 60.000, bam, weg und gut ist.
Und ich weiß es gar nicht, mir fällt jetzt nicht nochmal ein konkretes Thema ein. Mit Internetbetrügereien und falschen Firmen und alles hatte ich auch schon viel zu tun. Da will ich aber jetzt nicht drauf weiter eingehen. Aber in den meisten Fällen ist geraten, eben einen Anwalt zu nehmen. Oder in manchen Fällen lohnt es sich auch schon, im Internet mal nachzurecherchieren. Ist die Firma überhaupt legitim? Oder ist es irgendeine Briefkastenfirma, die irgendwo jetzt Geld mit Druck erhalten möchte? Es geht auch manchmal darum, so die sagen jetzt, okay, hier Geldstrafe, Flying Uwe 500.000 Euro wegen Schleichwerbung als Beispiel. Nicht jetzt, dass ich das denen unterstelle, aber als Beispiel 500.000. Dann sagt man so, scheiße, 500.000, wie soll ich das denn bezahlen? Und dann bieten sie zum Beispiel an, kann er sein, okay, ich sehe, ihr habt jetzt da schon was gemacht, das ist okay. Ich würde euch jetzt vielleicht noch sagen, okay, 5.000 Euro Bearbeitungsgebühr oder eben noch eine Strafe, eine Verwarnung. Und dann lassen wir den Fall unter den Tisch laufen und ist vorbei. Einfach so als Beispiel, dass man sagt, okay, 500.000 oder 5.000, komm, ich zahle die 5.000 und habe meine Ruhe. Das sind extrem häufige Fälle im Internet, jetzt nicht auf dieses Beispiel spezifisch, das war jetzt einfach nur ein Beispiel aus der Luft gegriffen, aber ist mir auch schon so in der Richtung passiert und es ist extrem ärgerlich, vor allem wenn man nicht Bescheid weiß, kriegt man erstmal echt Schiss, das ist ein Haufen Geld, so und so. Und bei 500.000 Euro, da haben erstmal beide wahrscheinlich richtig geschluckt und gedacht, okay, scheiße, was machen wir jetzt? Und das noch, also sie sagen es im Video, ich werde es auf jeden Fall in der Videobeschreibung verlinken, schaut es euch an, für alle genauen Informationen, ich will jetzt auch nichts Falsches verbreiten. Aber das war eben so eine Sache, was mich jetzt beschäftigt hat. Schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet oder ob ihr auch schon selbst Erfahrungen in der Richtung gemacht habt. Und wenn ihr Fragen zu meinen anderen Erfahrungen noch habt, schreibt es rein oder ich mache da nochmal ein Video, wo ich die Sachen genauer erkläre. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Video. Flying Uwe, ich supporte dich schon viele, viele, viele Jahre und sage euch, schaut euch das Video rein. Wenn ihr noch nicht Abonnent seid, schaut euch seine Videos rein. Ist viel cooles Zeug dabei. Und dann sage ich, ja, vielen Dank fürs Reinschalten. Gebt einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn ihr mehr sowas wollt, schreibt eure Meinungen, Kommentare und auch eure Erfahrungen in die Kommentare bitte. Und dann sage ich, danke fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.